Leute, wir sind gerade unterwegs auf der Autobahn in Slowenien Richtung Bosnien und Herzegowina. Viele werden sich fragen, was tut der Marek Hunasek dort? Und ich sage, wir machen das, was ein verantwortungsvoller Politiker machen sollte, nämlich sich ein Bild vor Ort zu machen über eine Situation, die wir seit einigen Tagen über die sozialen Medien kennen, wo die Medien in Österreich aber kaum darüber berichten, nämlich über einen Migrationsdruck, der an der Grenze von Bosnien und Herzegowina Richtung Kroatien stattfinden soll. Mir geht es darum, hier auf dieser Fact-Finding-Mission die Tatsachen zu sehen und dass wir hier auch die richtigen Schlüsse ziehen. Deshalb treffe ich morgen in der Früh auch den Bürgermeister von Bihać, der mir aus erster Hand sagen wird, wie sich die Situation wirklich darstellt. Und ich freue mich darauf, euch am Laufenden zu halten über eine Situation, die durchaus für uns in Österreich, in der Steiermark, aber insgesamt für Europa eine ist, die schon auch eine ist, wo man Reaktion braucht, wo man entsprechend auch dann die richtigen Maßnahmen setzt, um nicht überrascht zu sein, wie das im Jahr 2015 passiert ist, wo wir alle noch die Bilder von Spielfeld im Kopf haben. Wir sind gerade über die Grenze gefahren, nämlich von Slowenien nach Kroatien, und ich möchte hier auch die Möglichkeit nutzen, mich bei den kroatischen Freunden herzlich zu bedanken, nämlich zum einen dafür, dass wir in meiner Zeit als Minister eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium hatten, vor allen Dingen mit dem Verteidigungsminister Damir Krstičević, der ein ausgezeichneter Minister ist, der auch weiß, was notwendig ist, um Kroatien auch entsprechend mit Stabilität auch auszustatten. Und auch zu bedanken dafür, nämlich dass Kroatien, was den EU-Außengrenzschutz betrifft, sehr gute Arbeit leistet, nämlich dass sie auch dafür sorgen, dass der Ansturm an Migranten eben nicht in der Europäischen Union ankommt, sondern Kroatien hier wirklich eine vorbildhafte Arbeit leistet. Herzlichen Dank dafür und beste Grüße nach Zagreb.